zwei Wochen geht's wieder in den Hambi zum nächsten Ende-Gelände-Event. Bis dahin. Jo, hallo. Also wir sind hier für Ende-Gelände und wie wir gerade schon gehört haben, weil letztes Wochenende 50.000 Menschen am Hambacher Wald haben demonstriert und das Ende der dreckigen Kohle gefordert. Nach über zwei Wochen brutaler Räumung, die zum größten Polizeieinsatz in der Geschichte NRWs mutierte, haben dann über 10.000 Aktivisten den Hambi erfolgreich wiederbesetzt. Einen Tag, nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster einen vorläufigen Rodungsstopp eingeleitet hat. Das ist ein schwerer Schlag für den fossilen Kapitalismus und den Dinosaurier RWE. Die Räumung des Hambis sollte jedoch nicht nur die Zerstörung eines tausende Jahre alten Waldes vorbereiten, sondern ist auch immer ein Angriff auf linke, emanzipatorische Freiräume. Damit reiht es sich ein in eine neue Welle von Repressionen gegen linke Zentren, sei es das AZ Köln oder die Rianer Straße in Berlin. Doch nicht nur kollektive Zentren sind zunehmend von Repressionen betroffen. Immer öfter werden einzelne Aktivistinnen mit drakonischen Strafen belegt, um Protest zu kriminalisieren und die Bewegung einzuschüchtern. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist der Prozess gegen die sogenannte unbekannte Person 3. Weil UB3 bei einer Barrikadenräumung im Hambi getrommelt haben soll, wurde sie zu 9 Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung. Wir finden das zum Kotzen. Doch leider handelt es sich dabei um keinen Einzelfall, wie auch die Prozesse in der Folge der G20-Proteste zeigen. Der autoritäre Staat zieht die Stellschrauben an, mit immer mehr Überwachung, mit immer mehr Repression und immer neuen Befugnissen für die Polizei. Wir sagen entschieden Nein zu den neuen Polizeigesetzen in Bayern, NRW und Brandenburg. Der lauter werdende Ruf nach Recht und Ordnung im Inneren geht dabei Hand in Hand mit einer Abschottung nach außen. Europa verschließt ihre Grenzen vor Schutzsuchenden und nimmt entgegen ihrem Bekenntnis zu den Menschenrechten in Kauf, dass viele Menschen auf dem Weg nach Europa sterben. Schlimmer noch, humanitäre Hilfe wird sogar kriminalisiert. Was ist das für eine Heuchelei, wenn sich die EU dabei noch auf Freiheit und Demokratie beruft? Is this what democracy looks like? Denn Europa präsentiert sich nicht nur als ein vermeintlich sicherer Zufluchtsort, sondern ganz im Gegenteil. Die Politik der EU hat viele der Gründe, wegen denen Menschen heute fliehen, mit verursacht. Seit mehr als einem Jahrhundert verpesten die Industrienationen mit ihrem unstillbaren Hunger nach fossiler Energie das Weltklima. Und bereits heute sind die Konsequenzen vielerorts katastrophal. Dabei sind es oft die Länder des globalen Südens, die besonders stark von der Klimakatastrophe getroffen werden. Am deutlichsten wird das bei Menschen, die ihr Zuhause aufgrund von Überschwemmungen, Dürren oder anderen Naturkatastrophen und den damit verbundenen sozialen Krisen verlassen müssen. Wir sehen das als eine Form von globalem Rassismus. Hier wird über einen Kohleausstieg für 2030 debattiert, woanders verlieren Menschen ihre Lebensgrundlage. Klimawandel bedeutet globale Ungerechtigkeit und wird durch Neoliberalismus angeheizt. Das wollen wir nicht zulassen. Wir wollen dabei nicht aus einer überheblichen Retterinnenhaltung für Menschen im globalen Süden sprechen, sondern wir fordern Schulter an Schulter mit ihnen Gleichberechtigung und globale Klimagerechtigkeit. No borders, no nations, no coal-powered stations. Ende Gelände fordert den sofortigen Kohleausstieg als ersten Schritt für eine radikale Transformation der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der es für rassistische Hetze und Stacheldrahtzäune keinen Platz gibt. Dafür tragen wir unseren zivilen Ungehorsam überall dorthin, wo es nötig ist. Egal, ob wir Nazi-Aufmärsche oder Kohlekraftwerke blockieren müssen. Denn, blicken wir der Realität ins Auge, angstschürende PolitikerInnen in den Klauen von profitbesessenen Konzernen, ein rechtskonservativer Polizeistaat, der Sicherheit durch Ausgrenzung und Überwachung verspricht. Eine neofaschistische Partei, die vom Bundestag und öffentlichen Medien verharmlost wird und die Klimakatastrophe und damit die imperialistische Ausbeutung des globalen Südens leugnet. Dazu sagen wir, Ende Gelände. Wir werden in den Wald und auf die Straßen gehen, um sie für eine antifaschistische, solidarische Welt ohne Kohle und ausbeuterische Verhältnisse zurückzuerobern. Ende Oktober blockieren wir in einer internationalen Massenaktion die Infrastruktur des fossilen Kapitalismus.
Kommt mit uns ins Rheinland und lasst uns ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, dass wir uns von ihrer Repression nicht einschüchtern lassen. Lasst uns ein Zeichen setzen gegen den fossilen Kapitalismus, in Solidarität mit denen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Lasst uns gemeinsam aufstehen für eine bessere Welt für alle. Lasst uns unteilbar sein. Danke. Auf geht's! Auf geht's!